Aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, und ich nehme immer die nächste Fracht von oben. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Kohle, also keine 10.000. Aber wir haben diesmal auch nur 29 Kilometer. Und ich weiß, dass ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht habe, weil bei dieser Firma waren wir schon mal. Wir haben jetzt irgendwie wieder so ein Scheißzeug da hinten drauf. Aber wir haben Scania unterm Arsch. Das ist ja schon mal was wert, ne? So, und da geht's raus. Das passt. Ich denke mal, das wird dann heute eine Folge, wo wir auf jeden Fall wieder im Rahmen der Zeit sein werden. Und nicht unbedingt überziehen, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie viele rote Ampeln uns heute aufhalten. Wäre eine Katastrophe in der letzten Folge, Mensch. So, auch heute, ne? Tag vor dem DLC. Also, das heißt, hier gibt es jetzt noch keine Aktualisierung. Ja Mensch, hier ist ja autotechnisch richtig was los jetzt um diese Zeit, ne? So dienstags morgens um 11. Ein bisschen gucken, wenn wir irgendwo Polizei sehen. Wir wollen zwar schnell ans Ziel, aber die sollen uns natürlich nicht blitzen. Denn das kostet uns jedes Mal Kohle. Und die Kohle brauchen wir auf jeden Fall. Bei 200.000 können wir mal gucken. Wir haben jetzt letztens noch einen Volvo-Händler entdeckt. Da können wir mal schauen, was Volvo zu bieten hat. Das muss jetzt nicht Renault oder Iveco sein. Ich denke mal, so ein kleiner Schwede wäre vielleicht auch nicht schlecht, huh? Aber wir werden dieses Mal noch nicht auf 200.000 kommen. Das wird noch darunter liegen. Muss mal sehen, wie viele Touren ich noch mache, bis wir uns dann den ersten eigenen LKW holen können. Da können wir natürlich ganz andere Frachten fahren, ne? Ja Mensch, 8 Kilometer schon weg, das passt ja heute. Wie die Faust aufs Auge. Wir sind in der dritten Minute. An dieser Stelle dann natürlich wie immer, ne? Däumchen wären Träumchen. Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch ein Follow auf meinem Twitch-Kanal da lassen. Und da war gerade ein Blitzer. Habt ihr den gesehen? Rechte Seite stand er mit seinem Vogelkasten. Nächste. Nee, ist ein Unfall. Okay. Ich ein bisschen gucken hier. Der hat sich da. Ja. Ja, kann man machen, ne? Der fährt in Urlaub mit seinem Boot oder was auch immer. Sportwagen haben wir hier am Start.
noch einer. Boah, Mensch, die lassen es sich gut gehen, die Ungarn, ne? So, wir fahren hier links. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Wenn es keine Ampel ist, sind Sonntagsfahrer. Hat der ein Kölner Kennzeichen? Kommt aus Kölle, wa? Oh, da kommt wieder ein Sportflitzer. Fahr doch schon mal rein in die Kreuzung. Die biegen doch alle ab, du Pappnase. Alter. Der hat ein Kölner Kennzeichen. Ja, ich weiß, dass der Kunde wartet, aber was sollen wir machen? Ist ja nicht jeder so penetrant wie ich und gurkt einfach rein in die Kreuzung. Das gibt ja auch die, die warten, bis die Kreuzung leer ist und wenn es Tage dauert, ne? Das ist ja... So, deswegen, wir müssen Gas geben. Oder auch nicht. Da vorne ist schon wieder so ein Blitzeronkel. Hallo! Jetzt fahre ich wieder schneller. Hehe. 17 Kilometer noch vor uns. Ja, Mann. Was ja eigentlich faszinierend ist hier so an so einem Spiel wie SCS, dass das alles so funktioniert, ne? Wenn man sich überlegt, wie das damals angefangen hat, wie die Spiele heute aussehen. Und das ist schon... Also ich persönlich könnte sowas nicht programmieren und deswegen finde ich es traurig, dass bei den Spielen so viele Leute dann auch einfach meckern. Dies geht nicht und das geht nicht. Wobei sich manche Modder mehr Gedanken machen sollten, weil manche Mods taugen nämlich auch nicht. DHL ist auch überall, wa? Schon wieder Blitzer, unglaublich. Von denen wimmelt's nur so. So, Bahnübergang. Das kriegen wir auch irgendwann nochmal hin, dass wir da drüber fahren und von links kommt gerade ein Zug oder von rechts oder... Polizei, guckt euch das an hier. Da stehen sie schon wieder. Und hier haben sie nur einen angehalten. Oder halt einen Kaffeeplausch oder keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen Taxen abgeblieben sind, die wir drin hatten. Oh, alle weg. Ich habe den Mod aus Versehen gelöscht.
Simca oder was ist da? Auch eine uralte Gurke hier. Wir müssen noch einen weiter. Ups. Habe ich aber ein bisschen zu früh geblinkt. Kilometer, 10 Minuten haben wir weg. Also die 29 Kilometer zu 34 machen den Unterschied auch nicht unbedingt, wa? Also ich wäre noch rübergefahren. Oh, Alter, dann fahr doch auch, wenn's grün ist, Mann. Muss ich dich denn jedes Mal über die Kreuzung schieben oder was? Na, sauber. Das hat ja heute gepasst. Das hat ja gepasst. Ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Nee, pass auf, das müssen wir jetzt anders regeln. So. Nicht schön und gemogelt, aber ja. Das war ein schwerer Unfall. Wir haben ihn angeschubst. Ich wusste, das kommt irgendwann. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch bis ans Ziel. Ich meine, so weit ist es nicht mehr. Wir werden das auch zu Ende fahren. Ich hoffe, unsere Ware ist heile geblieben. Kaputt ist kaputt, ist nicht unser LKW, ne? Könnte natürlich jetzt im Extremfall sein, dass wir halt diese nicht mal 10.000 nicht kriegen, weil die Ware beschädigt ist. Aber mal ganz ehrlich, was soll an so einer Flüssigkeit da hinten drin beschädigt werden? Rein, oder? Ja, gleich kommt die dicke Überraschung. Gleich kommt die dicke Überraschung. Mal gucken, was wir noch kriegen. Ja, aber er hat es doch aber auch eilig gehabt, Mann. Was soll ich denn tun? Hier müssen wir jetzt erst noch durch den Telepass, okay? Berechne
Abgerechnet wurde jetzt nichts. Wahrscheinlich das Mautgerät auch noch kaputt. So, wo ist unsere Parkbucht? Nö, den kriege ich auch noch alleine da rein. Aber liebe Freunde, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch noch einen schönen guten, einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. So, gucken wir uns das Elend noch kurz an. Und dann war es das. Zufriedenstellend, naja. Ich möchte wissen, was an der Flüssigkeit kaputt gegangen sein soll. Aber nun gut. Lassen wir es dabei. Tschüssi.